Willkommen zu einem kleinen Tutorial aus dem Bereich objektorientiertes Programmieren mit PHP 5. In diesem Video möchte ich die Grundlagen klären oder anfangen, die Grundlagen zu klären. Und zwar die Grundlagen der Klasse. Was ist eine Klasse? Woraus besteht eine Klasse? Wie schreibt man eine Klasse? Und was auch irgendwie wichtig ist, wie benutze ich eine Klasse? Okay, fangen wir einfach mal an. Wie oder was ist eine Klasse? Eine Klasse kann man aus zwei Sichtweisen sehen. Einmal ist sie ein Behälter für Funktionen und Variablen. Und zum anderen ist sie ein Bauplan für Objekte. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Klasse Person schreiben, die alle personenbezogenen Sachen macht. Und wir instanzieren, also wir erstellen jetzt zwei Objekte von diesem Typ, Person. Dann ist die Klasse ja quasi der Bauplan, wie dieses Objekt zusammengebaut werden soll. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. So, eine Klasse. Was ist eine Klasse noch? Eigentlich war es das schon. Das ist eine Klasse. Eigentlich recht einfach. Wie sieht jetzt so eine Klasse aus in PHP 5 oder ab PHP Version 5? Dazu werden wir jetzt erstmal eine neue PHP-Datei erstellen, wo wir gerade schon bei Personen waren. Nehmen wir die auch gleich. So. Eine PHP-Datei beginnt natürlich immer mit den Anfang mit diesem Ende. Ist ganz klar, das kennt man ja. Also ich gehe jetzt davon aus, dass Leute, die dieses Video gucken, schon ein klein bisschen Erfahrung mit PHP gesammelt haben. Sowas wissen wie, was ist eine Variable? Also auch ein klein bisschen Programmierungserfahrung haben. Also was ist eine Variable? Was ist eine Funktion? Wie schreibt man eine Funktion in PHP 5? Oder eine Methode, um genau zu sagen. Und wie benutze ich eine Methode? Das sind jetzt so die Sachen, die ich gerade voraussetze. Die auch in 5 bis 10 Minuten eigentlich erklärt sind und gelernt sind. Aber nichtsdestotrotz, weiter geht's. Eine Klasse in PHP beginnt immer mit dem Schlüsselwort Class, dann der Name der Klasse, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und das ist eine minimal gültige Klasse. Mehr braucht eine Klasse nicht, um zu funktionieren. Nur ist sie jetzt noch relativ sinnlos, weil sie gar nichts macht. Okay. Sie macht nichts. Also, wir werden jetzt eine Funktion vereinbaren. Bevor wir eine Variable oder eine Funktion vereinbaren, woraus besteht eine Klasse? Eine Klasse besteht aus, wie schon gesagt, Variablen, die in dem Fall Fields heißen oder Attribute. Und eine Variable wird so vereinbart. Ein Modifikator, der die Sichtbarkeit dieser Variable regelt, was die Sichtbarkeit ist. Darauf werden wir später noch genauer einkommen. Also in einem späteren Video. Jetzt sei nur gesagt, private bedeutet, dass diese Variable, die wir jetzt Name nennen, nur innerhalb dieser Klasse benutzt werden kann. Man kann nicht von außerhalb auf diese Variable zugreifen. Okay. Dann geben wir den gleich noch einen Wert mit. Mir ist jetzt kein besserer Name eingefallen. Und eine Funktion oder Methode. Denn das ist der zweite Baustein, woraus Klassen bestehen. Methoden. Eine Methode, also man kennt es ja, wenn man schon PHP gemacht hat, das ist eine Funktion. Name der Funktion, Klammern und noch mehr Klammern. Innerhalb einer Klasse muss hier vorne noch ein Modifikator. Wenn kein Modifikator gesetzt wird, wird sie automatisch als public erkannt. Public bedeutet, man kann von überall auf diese Funktion zugreifen. Auch wenn automatisch public davor stehen würde oder es als public
behandelt wird, bietet sie sich immer an, auch wegen der Übersicht und der Lesbarkeit und der Konsistenz. Nicht Konsistenz, verdammt, falsches Wort. Ah, jetzt fehlt mir das Wort dafür. Naja, egal. Es bietet sich jedenfalls an, das so zu schreiben. Immer davor zu schreiben, den Modifikator. In dem Fall Public. So, wenn man schon ein bisschen Erfahrung mit Funktionen gesammelt hat, weiß man, dass eine Funktion was zurückgeben kann. Und da gehen wir zurück. Hallo, mein Name ist. Okay. Wie kriegen wir jetzt den Inhalt der Variable Name? Dazu benutzen wir die this-Variable. This bezieht sich immer auf diese Klasse. Also wenn wir innerhalb dieser Klasse mit this arbeiten, greifen wir auch auf diese Klasse zu, auf keine andere Klasse. So. Die meisten Programmiersprachen haben jetzt einen Punkt oder würden jetzt einen Punkt nehmen, um zu trennen. Da der Punkt aber in PHP schon vergeben ist, durch Aneinanderreihen von Strings oder von Variablen, macht man hier einen kleinen süßen Pfeil und dann sieht man schon, hat man eine Auswahl, Name. Was wir jetzt machen, wir geben Hallo, mein Name ist und den Inhalt dieser Variable zurück. Das erstmal als einfachen Test. Damit haben wir jetzt eine Klasse, die sowohl Field-Variablen oder Attribute als auch Methoden hat. Jetzt müssen wir die aber noch verwenden. Wir müssen damit arbeiten, weil sonst macht die tollste Klasse keinen Sinn, wenn wir damit nicht arbeiten können. Okay. Als erstes müssen wir diese Klasse instanziieren. Das heißt, eine Instanz von diesem Objekt erstellen, von dieser Klasse erstellen. Das erfolgt ganz einfach. Wir brauchen eine Variable. Die nehmen wir jetzt mal Person. Ist gleich. Und mit dem Schlüsselwort new bietet er uns auch gleich an, die ganzen Klassen, die PHP so hat, zusammen mit unserer, ah, das war zu weit, zusammen mit unserer eigenen Personenklasse zu erstellen. Was wir Ihnen jetzt sagen ist, die Variable Person ist ein neues Objekt vom Typ Person. Wie das auszusehen hat, habe ich ja vorhin schon erklärt, der quasi Bauplan ist das hier. Okay, jetzt haben wir eine Instanz auf ein Personenobjekt. Jetzt müssen wir damit aber noch arbeiten. In dem Fall eine Funktion aufrufen. Und zwar gehen wir mit Echo zurück. Nee, falsches Zeichen, dieses. Person. Und genau wie wir das hier gemacht haben, also generell bei Objekten in PHP ist immer der Pfeil als Trennstrich. So, also wir sagen jetzt, das Objekt Person führe auf diesem Objekt Person oder rufe die Methode SayName vom Objekt Person auf. Wer jetzt noch gefolgt ist, wer jetzt mitgedacht hat, klingt ein bisschen falsch, aber wer jetzt soweit alles verstanden hat, weiß jetzt, was hier jetzt gleich zu sehen ist. Und zwar Fatal Error. Person not found. Das war jetzt nicht geplant. Okay. Da hat mich die IDE, in der ich hier, also die Entwicklungsumgebung, in der ich arbeite, gerade ein klein bisschen verarscht. Beziehungsweise hat mir nicht richtig geholfen. Und zwar müssen wir, bevor wir in dieser PHP-Datei, Index.php, diese Funktion oder diese Klasse benutzen können, müssen wir natürlich erstmal die Datei Person.php einfügen. Manch einer weiß schon, wie das geht. Mit required once. Und dann Pfad zu der Datei. Was required once macht, ist, es ruft die Person PHP auf, also es lädt quasi den Inhalt der Datei, die hier spezifiziert wird,
Lädt es an diese Stelle. Es gibt noch include und include once. Include once und required once machen eigentlich genau das gleiche. Include im Prinzip machen include, die drei Funktionen include, include once und required once das gleiche. Sie nehmen den Inhalt einer spezifischen Datei und laden sie hier rein. Was required once und include once noch machen, sie überprüfen, ob diese Datei bereits eingelesen ist. Also wenn ich jetzt hier unten nochmal required once schreiben würde und dann dieselbe Datei, würde er das nicht zulassen. Andernfalls, wenn man alles mit include machen würde, würde er es zulassen. Okay, aber das soll uns jetzt nicht für dieses Video noch länger aufhalten als ohnehin schon. Okay. Wir haben jetzt in Zeile 3 die Datei hinzugefügt, dass wir damit arbeiten können. In Zeile 5, ja, okay, das weiß man, was es ist. Das ist die Überschrift. In Zeile 7 haben wir ein neues Objekt vom Typ Person instanziiert. Und in Zeile 9 wollen wir jetzt eine Funktion von diesem Objekt aufrufen. Und jetzt sollte es kein Fatal Error mehr ausgeben, sondern Hallo, mein Name ist Frank. Okay, hier fehlt noch ein Leerzeichen, aber das ist jetzt egal. Okay, es ist nicht egal. Ich mache schnell ein Leerzeichen rein. So. Perfekt. Fast. Es fehlt noch ein Punkt. Aber der ist uns jetzt egal. Okay. Nun haben wir ein Objekt Person mit dem Namen Frank. Und zwar immer mit dem Namen Frank. Wenn ich jetzt noch ein Personenobjekt oder ein Objekt vom Typ Person mache und das mir ausgeben lasse, kommt genau das gleiche hier raus. Hallo, mein Name ist Frank. Aber das ist natürlich nicht im Sinne des objektorientierten Programmierens oder generell im Sinne von dem, was wir machen wollen. Wir wollen nämlich, dass der Name übergeben wird. Also, dass die Person, also die Klasse Person eine echte Person repräsentiert. Sagen wir mal, man hat einen Webshop und alle Kunden sind der Person. Und jeder Kunde ist jetzt quasi eine Klasse. Dann braucht er natürlich Namen, einen anderen Namen. Und den müssen wir jetzt festlegen. Es gibt zwei Arten, wie wir das machen können. Einmal, es gibt sogar drei Arten, wie wir es machen können. Einmal, wir könnten das auf Public setzen und hier noch hinschreiben, Person 2, Name ist gleich Peter. Dann steht hier Peter. Das machen wir aber nicht. Denn es ist schlechte Praxis, ein Field-Variable auf Public zu setzen. Die sollten eigentlich immer auf Private sein. So wird Private geschrieben. Warum sollten die immer auf Private sein? Weil, wenn wir jetzt von außerhalb, von verschiedenen Punkten des Codes auf diese zugreifen, wissen wir nie, wir haben nie darauf Einfluss, wie wir es genau abspeichern. Okay, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Nochmal. Sagen wir mal, wir hätten da jetzt nicht Namen, sondern wir hätten da. Ja, doch, ein Name reicht zum Veranschaulichen. Wir haben jetzt einen Namen. Bevor wir da aber den Namen in die Variable schreiben, möchten wir vorher den Namen trimmen. Also alle Leerzeichen am Anfang und am Ende löschen. Dass wirklich nur der Name gespeichert wird. Wenn ich jetzt das so mache, wie wir es eben gerade hatten, mit Public, dann könnte ich sagen, Person 2 Name ist gleich Leerzeichen Peter. Ja, okay. Das sieht man jetzt hier unten schlecht, weil HTML automatisch zwei Leerzeichen ineinander gepappt sind,
er quasi nicht annimmt. Aber wir können es ja mal so machen. Mein Name ist Peter, Leerzeichen, Punkt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass der Name getrimmt wird, bevor er gespeichert wird. Da wir aber nicht darauf Einfluss nehmen können, wie irgendjemand speichert, wenn wir das auf Public haben, sollten wir immer eine Field-Variable auf Private setzen, damit wir immer, wir als Programmierer der Klasse, Einfluss darauf haben, wie Werte in dieser Variable gespeichert werden. Aber wie greifen wir darauf zu? Von außerhalb, denn wir müssen ja irgendwie von außerhalb darauf zugreifen. Dafür gibt es die Getter- und Setter-Methoden. In dem Fall eher Getter. Die sehen wie folgt aus: Public Function Set und dann Name der Variable. Wie sie heißen, ist eigentlich vollkommen wurscht. Aber wenn man so Set Name der Variable und Get Name der Variable schreibt, dann kann eigentlich jeder Programmierer was mit anfangen, der in irgendeiner Programmiersprache irgendwann mal was geschrieben hat. So, Set Name. Und das Gegenstück Public Function Get Name. Get Name ist recht einfach. Return this Name. So. Und stattdem wir jetzt das machen, sagen wir this get name. Warum? Wir haben jetzt hier eine get-Funktion, die auf diese Variable zugreift. Und wir hätten hier einen direkten Zugriff auf die Variable. Das heißt, wir hätten quasi zwei Wege, auf diese Variable zuzugreifen. Und das ist etwas, was man beim Programmieren immer vermeiden sollte. Zwei Wege, um ein und dasselbe zu erreichen. Dadurch, dass wir jetzt alles über den GetName, über den Getter laufen lassen, haben wir Einfluss darauf, wie man den Namen zurückgibt. Wir könnten jetzt sagen, wir wollen den Namen nicht so zurückgeben, wie er ist, sondern wir wollen noch ein Leerzeichen vorher ranklatschen. Warum auch immer. Das ist jetzt vollkommen irrelevant. Die meisten Getter sehen so aus, dass sie direkt die Variable zurückgeben. Man könnte was machen, man muss es nicht. Aber das ist ein Weg, mit dem jeder Programmierer was anfangen kann. Weil es nicht nur sinnvoll ist, wenn man selbst Code programmiert, sondern wenn man diesen Code auch refaktorisiert oder ein anderer Programmierer rüberguckt, um vielleicht Tipps zu geben. Oder man ein Problem hat und man den Code postet, damit andere Leute rübergucken können und Tipps geben können, dass man sich an gewisse Standards hält. Okay. Set Name. Der, wie gesagt, ich setze einfach mal voraus, dass man weiß, wie man eine Funktion schreibt und wie man damit arbeitet und dass man weiß, was das bedeutet. So, wir haben jetzt hier quasi eine Variable übergeben. Wir übergeben uns eine Variable. Und die schreiben wir uns direkt in Name rein. Ist gleich Name. So. Warum macht er hier einen Syntax-Error? Keine Ahnung. Naja. So. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Denn wir haben es wieder auf Private. Da würde es. Ach, verdammt. Da würde er uns jetzt einen Fehler ausgeben. Cannot access private property person name. Wie gewollt. Stattdessen sagen wir jetzt person set name Peter. Okay. Jetzt machen wir uns hier noch Anführungsstriche hin, damit wir auch die Leerzeichen sehen. So. Warum hat er das jetzt nicht gemacht? Und warum hat er das so gemacht? Ist ja grausam. Ja, ich habe jetzt autoformatiert.
Und jetzt schwimme ich gerade ein bisschen in der Luft, weil ich habe keine Ahnung, warum man das jetzt nicht macht. Ah, darum. Wir haben das falsche Objekt genommen. Person 2. So. Wie wir sehen, haben wir jetzt hier am Anfang und am Ende ein Leerzeichen. Was wir natürlich nicht immer beeinflussen können. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein Gästebuch haben, wo jetzt jemand einen Text schreibt und er den postet und wir das als und wir das mit einer Private haben, dann haben wir natürlich keinen Einfluss darauf, ob er ein Leerzeichen am Anfang hat oder fünf Leerzeichen am Anfang und am Ende hat. Und dadurch, dass wir das alles über eine Set-Funktion zwängen, alles von egal wo, haben wir darauf Einfluss. Wir können jetzt sagen, trim das und dann sieht's so aus. Ganz klarer Name. Das war jetzt der zweite Weg, wie man das machen kann. Und ich glaube, das wird langsam ein bisschen viel. Dritter Weg, wie man sowas machen kann. Und damit kommen wir auch gleich in einen neuen Bereich von was ist eine Klasse und was kann man damit alles machen. Der Konstruktor. Der Konstruktor ist eine spezielle Funktion. Public Function Unterstrich Unterstrich Construct. So. Was ist der Konstruktor? Was macht der Konstruktor? Warum ist der Konstruktor überhaupt da? Der Konstruktor ist, kann in jeder oder sollte sogar fast in jeder Klasse geschrieben werden, bevor, also während das Objekt instanziert wird, wird als allererstes, bevor irgendwas anderes gemacht wird, der Konstruktor aufgerufen. Wir könnten jetzt hier sagen, Echo, es wurde ein Objekt instanziert. Keine Ahnung, ob das falsch oder richtig geschrieben ist, ist mir jetzt auch egal. Denn es soll nur veranschaulichen. So. Und noch bevor wir die setName und noch bevor wir sayName aufrufen, wird der Konstruktor aufgerufen, der jetzt hier nicht aufgerufen wird, warum auch immer. Ah, weil er falsch geschrieben ist. Okay. Construct. So. Jetzt aber. Genau. Noch bevor irgendwas anderes wird es hier zweimal geschrieben. Warum zweimal? Weil wir hier zwei Objekte instanziieren. Aber anders als dass der Name vorgegeben ist, ist der Rest wie eine normale Funktion. Das heißt, wir können hier auch Variablen übergeben oder übergeben lassen und die dann natürlich auch verwenden, ist ja klar. SetName, Name. So. Anstatt wir jetzt, also es bietet sich nicht immer an, aber oft, anstatt wir jetzt das Objekt instanzieren und dann nochmal eine Funktion aufrufen und dann die eigentliche Funktion aufrufen, sagen wir ihm hier, du kriegst als Namensvariable Peter mit und du kriegst als Namensvariable Frank mit. So. Hallo, mein Name ist Peter. Passt wunderbar. Wenn ich jetzt Person 1 aufrufe, sagt er, hallo, mein Name ist Fatal Error. Weil es Person 1 nicht gibt. Person heißt es, ohne Zahl. Hallo, mein Name ist Frank. Okay, soweit, so gut. Nee, hier wollte ich hin. Genau. Jetzt könnte man rein theoretisch den auch leer machen, da wir jetzt gesagt haben, wann immer ein Objekt vom Typ Person instanziert wird, es muss immer ein Name übergeben werden. Immer. Wir können es mal kurz testen. Ich mache jetzt mal Person 3 ist gleich New. Person. Ach, die Tastatur. Und rufe das mal auf. Warning. Missing argument 1 for person construct. Bla 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 bla. Das heißt, es muss ein Name übergeben werden. Wir können also getrost das leer lassen. Boah, das war eine Menge.
Nochmal rekapitulieren. Was ist eine Klasse? Eine Klasse ist ein Behälter für Funktionen und Variablen, also für Methoden und Attribute oder Fields und ein Bauplan für die konkreten Objekte. Person ist zum Beispiel ein Objekt vom Typ Person. Person 2 ist ein Objekt vom Typ Person. Und wie die aufgebaut sind, regelt die Klasse, die wir hier geschrieben haben. Okay, wie schreibt man eine Klasse? Das sieht man ja hier mit dem Schlüsselwort Class, dann Name der Klasse und dann die geschweiften Klammern. Woraus besteht eine Klasse? Wie schon gesagt, aus Attributen oder Field-Variablen, die, wenn möglich, eigentlich immer private sein sollten. Und Methoden, die public sein können oder auch private sein können oder auch eins von den anderen Modifikationen. Wie, welche es gibt und was sie tun, was sie bedeuten, darauf gehe ich in einem späteren Video ein. Okay, das wäre es eigentlich auch. Wir haben auch geklärt, wie man eine Klasse instanziert mit dem new-Schlüsselwort. Und wie man Funktionen oder generell, wie man mit dieser Klasse interagiert. Mit dem File. Was, um ehrlich zu sein, in PHP total bekloppt gelöst ist. Weil der Punkt schon für was anderes festgelegt war. Kann man nichts machen, muss man mit leben. Und wir haben uns den Konstruktor angeguckt. Wann wird er aufgerufen? Wann immer ein Objekt instanziert wird. Oder wann immer dieses Objekt, ein Objekt von diesem Typ instanziert wird. Der Name ist vorgegeben. Bei PHP ist es Konstrukt. Normalerweise ist es eine Klasse, also in Java zum Beispiel hat der Konstruktor denselben Namen wie die Klasse. Also wäre es Person. Funktioniert auch in PHP. So war es in PHP 4, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und seit PHP 5 haben sie es in Konstrukt geändert. Damit wäre es eigentlich alles gesagt. Ich meine, es gibt neben dem Konstruktor noch den Destruktor. Und ich glaube, was der macht und wann der aufgerufen wird, kann man sich vom Namen ableiten. Der Destruktor wird vom Garbage Collector aufgerufen. Ich gehe jetzt nicht in die Tiefe, was ein Garbage Collector ist, aber grob gesagt, er löscht das Objekt, wenn es garantiert nie wieder gebraucht wird. Dann wird erstmal der Destruktor aufgerufen und dann wird das Objekt aus dem Speicher gelöscht. Man kann jetzt Sachen machen in dem Destruktor, wie wenn man eine Datei schreibt, kann man die noch schließen vorher, dass man sie weiter bearbeiten kann. Wenn man temporäre Dateien schreibt oder keine Ahnung, was auch immer macht, kann man die noch löschen, bevor das Objekt gelöscht wird. Das einzige Problem beim Destruktor ist, dass man keinen Einfluss darauf hat, wann er aufgerufen wird. Man hat keinen Einfluss darauf, wann der Garbage Collector die ganzen Objekte im Speicher überprüft und ermittelt, wann welches gelöscht werden kann. Das macht er, wann immer er lustig ist. Also sich auf den Destruktor zu verlassen, nur um im Nachhinein aufzuräumen. Nur um etwas zu machen, was zeitunabhängig ist. Ja, das war jetzt ein doch längeres Video, als ich erwartet habe, als ich gedacht habe. Und ich bin doch ein bisschen mehr ins Detail gegangen bei einigen Sachen, die ich gar nicht ansprechen wollte eigentlich. Aber egal, so ist das meistens beim Programmieren. Man beschäftigt sich mit einer Sache, findet interessante andere Sachen, möchte das noch klären und dann, ehe man sich's versieht, hat man 50 Bücher zu Hause, die man alle durchwälzt. Passiert. Passiert mir ständig. Ich habe hier 1000 Bücher. Fünf. Fünf Bücher, die sich mit Programmieren beschäftigen. Ja, okay. Um das Video nicht noch länger in die Länge zu strecken, verabschiede ich mich. Hoffe, es hat gefallen. Es war informativ. Wenn Fragen sind, in die Kommentare einfach. Ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Und
Beim nächsten Mal, denke ich, werde ich auf die Modifikatoren eingehen und die Sichtbarkeiten, also Private, Public, was es ist, was man damit machen kann und was für Auswirkungen sie haben. Bis dahin, auf Wiedersehen, hören, eher hören, ja, hier ist ja keine Kamera, also auf Wiederhören.